Sonne lehnt sich an die Bäume und das Fenster ruht sich aus. Unsere Äpfel duften wieder in die weite Welt hinaus. Ein Gedicht von Thomas Bernhard. Sie hätten es vielleicht gar nicht geahnt. Thomas Bernhard ist ja doch berühmt, ganz andere Dinge geschrieben zu haben. Und Manfred Mittermeier ist mein Gesprächspartner heute. Er hat eine Thomas Bernhard-Biografie herausgebracht. Herr Mittermeier, ich sage Ihnen danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu uns zu kommen. Gerne. Wollen wir doch gleich ein bisschen was erzählen über die Biografie, die Sie auch mitgebracht haben, Thomas Bernhard, eine Biografie. Ja, von welcher Seite her haben Sie das Leben Thomas Bernhards hinterleuchtet? Ja, Thomas Bernhards Leben ist ja etwas, was sich zum Teil in der Öffentlichkeit sehr stark abgespielt hat, aber gleichzeitig auch wieder etwas, was der Autor selber sehr zu stilisieren gewusst hat, indem er auf der einen Seite eine Autobiografie geschrieben hat, auf der anderen Seite als gelernter Schauspieler, der er war, natürlich auch gewusst hat, wie man sich öffentlichkeitswirksam inszeniert. Und das ist schon eine Herausforderung, sich bei einer so berühmten Persönlichkeit, für die sich viele Menschen interessieren, sei es, dass sie ihn schätzen, sei es, dass sie ihn als Nestbeschmutzer verachten, sich mit diesem Leben auseinanderzusetzen und nachzuschauen, was könnte hinter diesen Stilisierungen sein. Da wollen wir auch ein bisschen gleich nachfragen, was für ein Mensch war denn eigentlich Thomas Bernhard? Ist natürlich so eine flapsige Frage, aber vielleicht kann man das so mit 7 Sätzen ein wenig charakterisieren. In der Öffentlichkeit hat er zumindest zu Beginn den Eindruck gemacht, ein düsterer, depressiver Mensch zu sein, der sich zurückzieht, der mit keinem anderen Kontakt haben möchte, der sich in einem Bauernhof verrammelt hat. Wir wissen ja, dass er ab 1965 in Ohlsdorf einen Vierseithof besessen hat. Auf der anderen Seite gibt es viele Bekannte, die sagen, er war ein außerordentlich amüsanter Mensch, jemand, der stundenlang Gesellschaften zu unterhalten wusste. Man weiß auch inzwischen, dass er ein großer Künstler im Bereich des Networking gewesen ist, dass er von Beginn an gewusst hat, mit wem er Kontakt aufnehmen muss, um seine literarische Karriere auf den Weg zu bringen. Das heißt, es gibt ganz viele Widersprüche und die haben vielleicht auch damit zu tun, dass er sich in vielen Phasen seines Lebens auch ganz einfach inszeniert hat, dass er in gewisser Weise ein Bild erzeugt hat, von dem er wollte, dass die Öffentlichkeit ihn so wahrnimmt und sich hinter diesem Bild aber natürlich auch wieder verstecken konnte. Für wen ist dieses Buch jetzt denn eigentlich geschrieben? Wer wird denn seine Freude daran haben, wenn man es ihm zum Beispiel schenkt? Ich glaube, das ist für Menschen geschrieben, die auf der einen Seite gerne lesen. Es handelt auch sehr stark von Thomas Bernhards Werk, das eingebettet wird in die Lebensgeschichte. Es ist aber nicht unbedingt jetzt nur für ein germanistisches Fachpublikum geschrieben, sondern es soll auch wie eine Erzählung lesbar sein. Natürlich keine Erzählung, die jetzt davon ausgeht, an einem schönen Leitfaden eine Lebensgeschichte nachzuzeichnen mit klaren Kausalitäten. Denn Lebensgeschichte ist immer widersprüchlich und Biografie lässt sich nicht auf einen Nenner bringen. Aber dieses Wechselspiel zwischen Darstellung dessen, was wir von Bernhard wissen, und auf der anderen Seite dessen, was daraus geworden ist, immerhin ein Werk, das in 50 Sprachen übersetzt ist und weit über Österreich hinaus gewirkt hat, könnte vielleicht spannend sein, sich damit zu beschäftigen. Thomas Bernhard, eine Biografie im Residenzverlag erschienen, im autorisierten Fachhandel zu beziehen. Nun, wenn wir auch ein bisschen schauen, wer ist denn eigentlich Manfred Mittermeier? Was macht er denn sonst, wenn er nicht über Thomas Bernhard schreibt? Wollen wir auch ein wenig erzählen? Ich bin eigentlich ausgebildeter Germanist, tätig an der Universität Salzburg, habe dort viele Jahre unterrichtet, unter anderem auch Deutsch als Fremdsprache, also etwas, was gerade jetzt sehr wichtig ist auch. Ich leite gegenwärtig das Literaturarchiv Salzburg, habe vorher 7 Jahre lang in einem Institut für Biografieforschung gearbeitet. Dort gab es einen Thomas-Bernhard-Schwerpunkt und daraus ist dieses Buch auch herausgewachsen. Ich befasse mich sehr intensiv mit Film, habe auch eine Serie in das Kino jetzt in Salzburg. Und ich leite gemeinsam mit Ines Schütz die Rauwieser Literaturtage. Das heißt, mein Leben dreht sich ganz stark um Literatur, aber auch um andere Medien. Der nicht nur Autor Manfred Mittermeier bei uns zu Gast heute.